So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! So müssen wir jetzt Fenster drücken. Ja. Forbidden Memories Nummer 2. Ich habe ein bisschen gefarmt. Aha. Oh, Green. Ja, jetzt bist du im freien Duell drin. Ja, ich muss erstmal wieder mit der Steuerung und allem klarkommen. Naja. Ich habe jetzt auch ein paar Tage nach dem Farmen gebraucht. Ich habe mal ein Testduell gemacht und habe tatsächlich gewonnen. Also wir haben eine Chance. Championship Finale, Volkers gegen Maximilian Pegasus. Ja, kennen wir ja. Ja, ja. So, alte Socke. Jetzt gibt's auf die Nase. Jetzt gibt's aber richtig auf die Nase. Jetzt setzt Prügel. So, los geht's. Gemini Elf. Oh, was sind das für Karten? Das sind ja richtig gute Karten, die man hier plötzlich auf der Starthand hat. Ja. Ist ja gar nicht gewohnt, solche guten Karten überhaupt im Deck zu haben. Warte mal, ich überleg gerade, die drei ergaben, glaube ich, was. 1900 plus 1900 ergibt 2100. Reicht nicht, zu wenig. Da hätte noch irgendwas gefehlt. Es war ein, es war ein okayer Start. Mit irgendwas mehr hätte es tatsächlich 2650 erreichen können. Ja, ich glaube, der wird uns überbieten. Wetter, Wetter. Bin es nur ich oder läuft es bei mir ein bisschen schneller als bei dir? Ich habe das Gefühl, es läuft bei dir tatsächlich schneller. Ich weiß nicht warum. Ja, das gibt, das setzt jetzt erstmal Prügel. Ein bisschen. Können wir aber auch übertreffen. Müssen wir nur die richtigen Karten ziehen dafür, oder? Richtig. Und das sind sie nicht. Ja, so Deibel aber auch. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ja, wenn du irgendwas weißt, dann nur zu. Hau rein. Wissen ist zu viel gesagt. Aber wir können es versuchen. Okay, hat Nein. nicht funktioniert. Vielleicht nee. Funktioniert das ja. Es reicht nicht, aber es reicht für das... Nee. Es reicht nicht für das Vieh. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, ich bin ein bisschen raus. Ich habe jetzt zu lange nicht aufgenommen. Normal hätte ich jetzt schon mindestens 2400 raus. Dann wird's aber so höchste Zeit, dass du das mal hinkriegst. Guck mal, da hast du sogar einen Komori-Drachen. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie wir den am besten einsetzen. Wartet mal. Versuchen wir was. Bin mir nicht sicher, ob es so funktioniert. Aber was soll schon passieren? Ja, das Schlimmste ist, dass wir einfach nichts haben. 2200. Das ist doch schon mal gut. Das ist auch gut. Und bringt das irgendwas? Nö. Nee, aber immerhin 2200er. Es reicht aber nicht, um was zu besiegen. Es reicht zwar als Verteidigung, aber es reicht nicht zum Besiegen. Verteidigung ist doch schon mal gut. Er spielt jetzt eh irgendwas, was besseren Schutzstern hat. Dschungeldrach hat, glaube ich, keinen gegen uns. Ja, stimmt. Der geht damit tatsächlich in die Verteidigung. Interessant. Er hat nichts Vorteilendes. Jetzt müsste ich wissen, was der eine Drache hat. Oder ich bin riskant. Weiß nicht. Wenn nicht, haben wir eine solide Verteidigung. Wir probieren es einfach. Ja, ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Richtig. Nix. Da ist was. Meteordrache. Den kenne ich noch nicht, den habe ich tatsächlich noch nicht fusioniert. Und? Na okay, Drachensucher. Oh, Merkur, perfekt. Ah! Säurefallgrube, verdammt! Oh. Gar nicht gemerkt, dass du überhaupt eine Falle gelegt hast. Ja, jetzt kriegen wir, glaube ich, richtig auf die Nase. Ja, jetzt gibt's auch. 2500, das wird ein schwarzer Magier. Oh oh. Yeah. Jetzt gibt's auf den Sack. Das war eine schlechte Situation für ihn, den schwarzen Magier zu ziehen, weil tatsächlich in meinem Übungsduell hat er auch den schwarzen Magier in der ersten Runde raus. Aber ich habe ihn auch in der ersten Runde besiegt. Wie? Mit einem stärkeren Viech? Nein, mit einem gleich starken Viech. Ja, immerhin. Das haben wir nämlich, theoretisch. Was ist das stärkste Vieh, was du zaubern könntest? Oh, das ist eine gute Karte, die wir gerade gezogen haben. Das stärkste Vieh, was ich tatsächlich auf die Reihe kriege, von dem ich ganz sicher weiß, wie die Fusionen funktionieren, wäre tatsächlich 2500. Oh, okay. Beziehungsweise mit Feldpower-Bonus würde ich einen 2900er hinkriegen.
Ich habe auch mal einen 3000er hingekriegt, aber da weiß ich auswendig nicht, wie er funktioniert. So, der kloppt uns wieder eine. Ja. 2200. Wir machen jetzt auf gut Glück. Weil ich ja auswendig nicht genau weiß, wie die Fusionen sind. Das ist schon mal gut. Das ist nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Verdammt. Dann, Hast du auch was der für einen Stern hatte? Nein. Das war der falsche. Aber falls es uns tröstet, der andere wäre auch nicht besser gewesen. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn der andere besser gewesen wäre, dann wäre ich mich jetzt schlecht gefühlt. Und wir sind tot. Ja, wir sind tot. So, was kommt da jetzt noch? Also nicht schlecht. Ich habe aber auch viele gute Karten für Versuche rausgehauen. Das sollte ich nicht machen. Beziehungsweise bei dem einen habe ich ja gedacht, ich kriege das 2650er Vieh. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich tatsächlich 2500er aufs Feld gekriegt. Ja. Und damit stehen wir tatsächlich gut da, relativ. Ja, das ist tatsächlich... Pegasus kann eine Sache machen, die einen 2500er tötet. Mhm. Er hat nämlich einen... auch einen Wasserdrachen, einen Aquadrachen, den er zusätzlich noch um 500 Punkte stärken kann. Ja. Das ist natürlich problematisch. Das hat er in einem Testduell gemacht. Dann stehst du halt vor so einem 2750. Da bist du erledigt. Ja, diesmal einfach nicht so zocken und einfach... Nicht so verschwenderisch sein, die guten Karten, die man kennt. Genau, einfach feste Ruf. Feste Druff. Immer feste Druff. Ich sehe gerade, man sieht in der Aufnahme die Maus. Dann mache ich die mal raus. Bei mir sieht man die nämlich nicht. Ja, manchmal schon. Manchen der Mario-Videos ist eine Maus einfach mittendrin. Im Bild. Ja, das ist, weil ich die vergesse, aus Camtasia rauszumachen. So, was haut er da jetzt am Anfang direkt raus? Das wird was Wildes. Bistro Butcher. Ah, 2100. Das ist nicht so stark und er traut sich nicht an unseren Würfeln vorbei. Ja, ja. Das ist mal wieder die falsche Falle. Also im wortwörtlichen Sinn. Moment. Ist irgendwas Gutes? Mond ist es. Ja, Sonne, da machen wir jetzt eine andere Reihenfolge, als ich normal machen würde. Aber es sollte eh funktionieren. Okay. Wenn ich mich nicht irre, sollten wir jetzt genug Angriffskraft haben. Sauber! 2,5. Und wenn wir jetzt zufällig die Berge ziehen, kriegt er nochmal einen 500er Bonus. Und wir können ihn auch mit unserem Würfel nochmal stärker machen. Nee, der Würfel ist tatsächlich, um die Gegner zu schwächen. Ach so, okay. Falls er jetzt den 2700er ruft. Hoffentlich tut er das nicht, aber das sieht nicht danach aus. Das sieht nach gar keiner Verteidigung aus. Oder, ah, die hat einen Vorteil, glaube ich. Nee, hat sie nicht. Ja, gut. Immerhin. Gut für uns. Sehr gut für uns. Gehen wir noch irgendwas Gutes raus? Glaub nicht. Also ich glaube, alles, was wir gerade hinkriegen würden, wären 2100. Das wäre das gleiche viel, was er hat. Aber ist ja besser als nichts. Ja, besser als nichts auf jeden Fall. Wir haben ja immer noch die Würfel. Richtig. Um noch etwas mehr Schaden anzurichten. Oder wir kriegen nur 1900. Ja gut, aber es ist eine gute Verteidigung. Wir hauen das Vieh einfach weg. Ja, ja, ich meine, für die Zukunft ist eine gute Verteidigung. Ja. Jetzt gibt's ordentlich Ope Fresse mit 2,5. Ja, das Schöne ist auch, Pegasus hat verflucht Angst vor 2500ern. Zu Recht. War das nicht so in der KI, dass die irgendwie alle so Angst haben vor 2500ern? Ja. So ab 2500 haben die halt irgendwie mehr Angst als vorher. Drei Weiber fusioniert er miteinander. Das kommt raus, ja. Schwarz-Magier-Mädchen. Aber die hatten bestimmt... Nee. Die hätte einen Vorteil, aber wäre damit nur gleichgestellt. Und Pegasus traut sich nicht, das Vieh zu vernichten. Der hat halt wahrscheinlich immer noch Schiss vor unserer Nicht-Falle. Das wäre theoretisch gut, wenn ich die Drachen noch ein bisschen boosten könnte. Also nehmen wir jetzt einfach einen Jirai Gumo holen. Okay. Ja, damit kriegen wir das schwarze Magier-Mädel auch los. Kriegen wir so schon los. Hat er in Verteidigung gespielt. Ach, stimmt. Stimmt. Ist er schon tot? Er ist tot, ja. Wir haben gewonnen. Mein Gott. War der wir eine Flasche. Wir haben gewonnen. Pegasus ist tot. Tot, tot, tot. Ja, man merkt halt doch am Farming, dass ich da eine ganze Menge gute Karten geholt habe. Ja,
Ja, vor allem hast du halt echt Ahnung. Boah! Oi, oi, oi. Den fusioniere ich mir nochmal. Das ist ja, das Ding muss ins Deck rein. Ja. Was? Unglaublich? Warum ist da ein Fragezeichen? Was? Unglaublich? Ich verliere gegen irgend so einen nichtsnutzigen, unbekannten Hackenigen Rackadugubidi. Keine Ahnung, wie man das übersetzen soll, aber nee. Ich glaube, das sind auch keine richtigen Worte, die er da spricht. Das kann nicht sein. Bitte geh weg. Eure Bitte gehen Sie. Eure Majestät wünscht, mit dem Sieger zu sprechen. Stell dir mal vor, du bist so Zweiter im Turnier, da kommt einer, bitte geh. Geh einfach. Geh weg. Küss dich. Ja, wer übernimmt den? Du hast ihn letztes Mal übernommen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß. Ach, das stimmt. Du hast diesen Nightmare oder ja, was? Ja, ja, den hatte ich da. Gut gemacht, mein Subjekt. Du bist wahrlich einer der größten Duellanten, die ich jemals gesehen habe. Ja, ich hab Karten gefahren. Morgen werde ich tun, wie ich dir versprochen habe und dich zu deinem Heimatland zurückbringen. Aber für einen Moment, ruh dich aus. Du musst müde sein. Ruh aber nicht. Schick mich sofort weg. Tschüss, Spiel vorbei. Gut gemacht, Wolpers. Deine Duellantenfähigkeiten sind unglaublich beeindruckend. Oh shit, was ist denn jetzt los? Alles wackelt, außer Simon Muran. Der steht wie eine Eins. Erdbeben, die Frisur sitzt. Ja, ziemlich lang dieses Erdbeben. Ein Erdbeben! Das ist meist so früh. Hey! Guck, die Wand, die ein paar der verlassenen Sektionen des Tempels abgeblockt hat, ist niedergefallen. Schnell! Sammeln alle, jetzt ist unsere Zeit zu entkommen. Aber ich hab gewonnen! Ich darf sowieso gehen! Ja, ganz ehrlich, nix da. Ich darf gehen, ihr bleibt hier. Und dieses Erdbeben kam mir ein bisschen zu passend. Warum sollte ich mich mit den Wachen anlegen, wenn ich einfach gehen darf? Ja. Schnell! Da lang, jeder! Alle! Jetzt gehen wir hier nach links. Ja, ich kann den Ausgang sehen. Ja, wie denn aus einer Dimension? Sie wollen erstmal aus dem Tempel raus. Vor allen Dingen... Die Sache mit der Dimension, das kriegen wir nachher. Vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, Joey wollte was sagen. Benediktiv hat ihn abgeschnitten, weil niemand Joey mag. Und dann kam Simon Muran und hat gesagt, ne. Ah, wie ich die Sonne vermisst habe. Ist nicht Fackel? Es ist stockfinster. Grauer Star. Er hat ja nicht gesagt, dass er sie nicht mehr vermisst. Er hat nur gesagt, er hat sie vermisst. Ja. Vielleicht vermisst sie ja immer noch. Aber das ist keine Zeit, um rumzudödeln. Wir haben, wir sollten besser einen guten Platz finden, wo wir uns vor Haishins Lakaien verstecken können. Aha. Aha, eine neue Map. The Meadow, the Forest, the Ocean, Desert, das, and the Village. Das klingt irgendwie wie. Und the Mountain. Das klingt irgendwie wieder sehr stark wie das erste Spiel. Ja. Wo verstecken wir uns? Ja, Village, oder? Im Dorf, okay. Ja. Im Namen von Osiris, dies ist meine Heimatstadt. Ich habe es gemacht, ich bin zu Hause. Wer hat dich nochmal gesprochen? Du. Nun, das ist großartig für dich. Aber manche von uns sind hier immer noch gefangen. Hier. Das heißt wortwörtlich der Arsch der Welt. Ja, ich weiß, ich wollte es irgendwie umschreiben. Ja, am Arsch der Welt. Ja, ich glaube nicht, dass wir diesen seltsamen Ort, dass wir aus diesem seltsamen Ort entkommen sind. Ich glaube, dein gesamtes Dorf wurde zu dieser komischen Phantom-Dimension auch transportiert. Wir haben noch einiges an Arbeit zu tun, wenn wir wirklich hier raus wollen. Aber wir können fürs Erste hier erstmal uns ausruhen. Warum? Ich hätte gehen dürfen. Ja. Ich komm klar, Freunde. Möchte Innkeeper? Hotelbesitzer. Ja, ja. Aber... Achso, nee, I'm good friend. Ich habe mich einfach verlesen. Ach, ich bin gut befreundet mit dem Hotelbesitzer. Ich kann mit ihm reden und uns seine freien Betten holen. So, kostenlose Betten. Ja.
Ja, wieder ins Dorf, oder? Weil bisher haben wir noch keine Quest gekriegt. Achso, speichern, ja dringend. Ja, erstmal speichern. Die neue Karte speichern. Oh ja. Weil die ist super. Ja. Die ist ein Drache, die hat 2200 Angriffspunkte und die können wir im Notfall noch für alles Höhere benutzen. Ja, und wir können die auch noch hochpappen. Ja. So, wohin gehen wir? Tempel? Tempel, da kommen wir auch eigentlich her. Tschüss, wir gehen wieder zurück. Ich habe beschlossen. Es gibt hier nichts mehr für uns. Wir sollten lieber weggehen, bevor wir nochmal gefangen werden. Aber ich dürfte gehen. Okay, Berge, Wüste. Im Meer findet uns keiner. Ist noch eh. Dies ist der Ozean. Schreien, geh weg. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir halt auf die Wiesen. Das war der Hesse. Ja. Das ist der Wiesenschrein. Macht's ab. Was war das? Ich glaube, den habe ich gemacht. Ja. Stimmt, das war der so genuschelt hat. Ach ja. Das ist der Waldschrein. Weg mit dir. Gut. Geh bald in die Wüste. Den hast du auch du gesprochen, glaube ich. Ach so. Das ist der Wüstenschrein. Weg mit mir. Dies ist der Bergschrein. Verzieh dich. Ja, super. Ja, schön. Jetzt haben wir uns einmal hier alles schön rumgefunden. Ah, wir dürfen nochmal. Ah, wie hast du gesprochen? Diese komplette Region scheint aus nichts als Tempeln zu bestehen. Ach so, wir mussten einmal alles abgegrast haben. Ja, und ich kenne diese Tempel. Sie sind die Schreine zu den Elementen, die von meinem Volk gebaut wurden. In meiner Zeit wurden sie von Haishins Elementarmagiern bewacht, also denke ich, dass das nun auch der Fall ist. Ich mag das kein bisschen. Es fühlt sich so an, als wäre diese gesamte Dimension in Dunkelheit verhüllt. Ich glaube... Vorhersagen. Ich glaube, deine Vorhersehungen sind korrekt, Simon. In meiner Zeit ist da eine Legende von den 7 Elementarmagiern, die die Millenniumsartefakte nutzen, um das große Böse heraufzubeschwören. In einer seiner Reden sprach Haishin davon, die Millenniumsgegenstände alle in seinen Besitz zu bringen. Und die Elementarmagier mit ihnen auszustatten. Dies muss die Legende sein, die sich vor uns auftut. Wir müssen es stoppen, bevor ein größeres Böses auf die Welt freigelassen wird. Ich verstehe. Dann, Wolpers, du musst die 7 Magier vernichten und die Millenniumsgegenstände von ihnen wegnehmen. Unsere Flucht wird bis dahin verlängert oder aufgehalten. Okay. Stopp, pausiert. So, was passiert wohl, wenn wir mit den Schreinen uns anlegen? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Jawohl. Heute kommen übrigens 4 Parts, nur mal so gesagt. Ja. Weil letztes Mal ausgefallen ist. Gut, Leute. Lasst uns jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn's weitergeht, mit Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Tschüssi.